Ja, hohe Landesversammlung, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrtes Präsidium, aus Rücksicht auf die Ehrengäste werde ich auf meinen Anteil der Lekt heute verzichten. Es dreht sich ja zurzeit alles um die Verfassungsreform. Das schwebt wirklich wie ein Damoklesschwert über unserem Land. Frau Münchenbach hat das sehr gut erklärt. Also Frankreich ist ja ein Paradebeispiel für einen zentralistischen Staat. Und Italien war und ist immer ein gelehriger Schüler von Frankreich gewesen. Das fing schon an mit der Kopie der Tricolore zum Beispiel oder auch der Tour de France haben sie kopiert in den Giro d'Italia. Ich sage immer die fahrende Apotheke dazu. Also die Zentralisierungstendenzen sind wirklich besorgniserregend, aber es sind auch viele andere Dinge, die auch sehr besorgniserregend sind. So hat zum Beispiel jüngst der Herr Stieglitz, Josef Stieglitz, also nicht zu verwechseln mit dem Sinnvogel Stieglitz, der war der Wirtschaftsnobelpreisträger, immerhin, also der meinte, Italien und der Euro passen nicht zusammen. Also er erwartet sich hier ein Ausscheiden Italiens aus dem Euroraum. Dann war da noch der Professor Hans-Werner Sinn, also Ex-Chef der Münchner Forschungsinstituts IFO, der wortwörtlich sagte, also die wirtschaftliche Situation Italiens ist so desolat, dass ein Ausscheiden aus dem Euroraum nur eine Frage der Zeit ist. Die italienische Wirtschaft ist nicht wettbewerbsfähig und übernimmt auch keine nennenswerten Anstrengungen, dies zu ändern. Die Italiener, also in Italien wird viel geredet und nicht gehandelt. Außerdem wird der Euro in Italien immer unbeliebter. Also ohne da überheblich zu klingen, aber wenn das ein Wirtschaftsnobelpreisträger sagt und ein Professor, das hätten Sie den Zimmerhofer im hintersten Anteil auch sagen können, der hätte es auch so beschrieben. Also deshalb, liebe Freunde, bin ich der Meinung, wir müssen den Blick nach vorne richten. Ich habe in der letzten Landesversammlung schon gesagt, also wenn die EU scheitern sollte, und das sind nicht irgendwelche Querulanten, die dies bestätigen oder sagen, nein, das war zuletzt auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der das so geäußert hat, wir brauchen dann einen Plan B. Wie sieht der aus? Also zurzeit gibt es da scheinbar nichts. Aber es tut sich trotzdem etwas im Hintergrund. Also ich habe mir, also es gibt ein Gebilde, wie das ehemalige, also Mittel- und Osteuropa, also Österreich-Ungarn, wie es damals hieß. Und da gibt es jetzt ein neues Gebilde und die heißen Visegrad-Staaten. Also da tut sich etwas im Hintergrund. Und auch Österreich hat da, zumindest die größte Partei Österreich, hat sich schon mal hier, hat Interesse gezeigt, hier bei diesen Visegrad-Staaten da mitzumachen. Wie ist denn die heutige Situation in Europa? Also wir erleben hier ein Europa der Konzerne und der Banken, also Stichwort CETA und TTIP, also die großen Handelsabkommen mit Kanada und den USA. Wie ist die Situation in der Europaregion? Also auch das ist aus meiner Sicht ein Papiertiger. Da tut sich nichts. Also nur mit schönen Festen und Feiern werden wir hier sicher nicht vorankommen. Also es braucht wirklich gemeinsame Strukturen, um in allen Bereichen, um hier weiterzukommen. Im letzten Dezember hat mich da eine neugierige Journalistin gefragt, ja, was meine Pläne wären im Landtag für dieses Jahr. Ja, und da kam schon im Januar die erste Überraschung, also eine Fusion der Tiroler Landtage. Ja, da klingt ja jetzt mal ein bisschen abgehoben und illusorisch, aber das wäre ja der Schlüssel, um die Landesteile zusammenwachsen zu lassen. Nicht, solange wir hier einen Landtag in Nordtirol haben und in Südtirol, dann wird immer eine Konkurrenz da sein und die werden ständig in Konkurrenz zueinander sein. Viele technische Fragen ließen sich da leicht lösen. Bin ich der Meinung, der Landtag könnte die Hälfte der Legislatur in Innsbruck und die Hälfte in Bozen tagen. Der Landeshauptmann könnte alternierend einmal von Nordtirol oder Südtirol oder auch Osttirol, wenn es Josef Schett so weit schafft, dass er mal
Landeshauptmann von Tirol werden sollte, dann soll das Osttirol sein. Natürlich gibt es hier viele gesetzliche Unterschiede, aber dafür sollte ein eigenes Ressort geschaffen werden und die schrittweise Harmonisierung der gesetzlichen Bestimmungen sollte eben durch gemeinsame Gesetzgebungskommissionen soweit fortgeschritten werden. Also man sieht es besonders an meiner Heimatgemeinde, wie hier die Unterschiede noch sehr groß sind. Also das Ahrntal hat ja jahrhundertealte, hat und hat noch alte Beziehungen zu Nordosttirol und auch zum Salzburger Pinzgau, weil unsere Bauern die Almen dort hatten. Und also wir, früher wurde da sehr streng kontrolliert, wir hatten eine unterschiedliche Währung. Heute ist vieles weg, aber es gibt noch eine unsichtbare Grenze. Ich war heuer mit meiner Kollegin in Meierhofen, im Zillertal, und wir haben uns, also wenn man damit, ich bin da über das Joch drüber, wenn man da mit offenen Augen und Ohren drüber geht, dann fällt uns einiges auf. Also die Landschaft ist dieselbe, die Sprache ist dieselbe, die Währung ist inzwischen dieselbe. Aber wenn man über die Grenze drüber geht, jeder hat ein Handy dabei, dann kommt die Meldung, Benvenuti in Austria. Nicht? Und das ärgert mich schon mal sofort. Nicht? Also, dass es heute im Jahr 2016 nicht möglich ist, hier einen österreichischen Telefonanbieter für Südtirol anbieten zu können. Also der Landesbeirat für Kommunikationswesen hat uns heuer ja bestätigt im Landtag, also die Beschwerden mit den italienischen Telefonanbietern haben ein unerträgliches Ausmaß inzwischen erreicht. Ein Punkt möchte ich noch anbringen. Also ich war kürzlich bei einer Gedenkveranstaltung von Peter Buck aus dem Ahrntal. Und mir kommt einfach jetzt vor, mit dieser Abstimmung am 4. Dezember, es ist ähnlich wie damals. 1969 waren ja die zwei Blöcke, also unter Peter Brucker und Maniago, also die Befürworter für die Autonomieannahme und die Gegner. Peter Brucker ist ganz knapp gescheitert damals. Und danach gab es eigentlich dann den berühmten Handschlag, wo sie dann gemeinsam die Autonomie dann weitergetragen haben. Also ich würde mir wünschen, dass für den 4. Dezember das umgekehrt wäre. Also wenn hier die Befürworter mit Kompatsch und Co. Verlieren sollten, dass sie auch so viel Größe zeigen und den Handschlag mit der Opposition suchen, um eben eine alternative Lösung für Südtirol zu finden. Und das kann nur in Richtung Selbstbestimmung sein. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und lang lebe Tirol!